Jo Leute, was geht? Also in den Kommentaren haben mich echt viele Leute gefragt, wie ich denn jetzt meine Edits mache. Und ja, ich habe mich jetzt endlich mal entschieden und mich dahingesetzt und ja, ich ist mein Tutorial. Und auf jeden Fall erstmal vorab. Alle Editor, die immer sagen, Mann, ja, das Editen, das dauert so lange und boah, so viele Stunden. Ja, das ist eigentlich nur rumgelogen, eigentlich nur alles erlogen, das stimmt überhaupt gar nicht. Denn ich zeige euch jetzt, wie die Editor das wirklich machen mit ihren Edits. Und zwar ist das eigentlich gar nicht so schwer. Das ist ein Effekt und der nennt sich S unterstrich, ja, ihr braucht Sapphire Plugins dafür. Random Edits, da haben wir ihn auch schon. Den zieht ihr dann einfach hier drauf und ihr seht, die CC hat sich geändert. Jo, dann ist es ganz wichtig, der Seed 0,05 ist sehr wichtig und danach könnt ihr irgendeinen Random Seed, das ist dann quasi wirklich ein Random Seed, also 0,05 ist wirklich für Minecraft Edits gut geeignet. Ja, und ich nehme es einfach mal 84. So, seht schon, hat sich wieder was getan. So, und jetzt pre-render ich das mal und zeige euch mal, wie das so aussieht. Ach ja, das dauert jetzt ein bisschen. Na gut. Ja, das dauert wirklich ein bisschen. Okay, gleich fertig. Okay, das sah doch eigentlich schon mal ziemlich sick aus, oder? So, ich würde mal sagen, das war's dann auch für dieses Video. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem kleinen netten Trick. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.